Deutschland verlassen. Der Asylsuchende aus Togo, der unter großem Polizeiaufwand aus einer Unterkunft in Ellwangen abgeholt worden war, ist heute abgeschoben worden. Jetzt ist der 23-Jährige nach Italien abgeschoben worden. Nachdem er sich seiner Abschiebung widersetzt hatte, ist der Togoer Yusuf O. am Morgen nach Italien ausgeflogen worden. Das berichtet die Bild-Zeitung. Eine Abschiebung, über die in den Fernsehnachrichten berichtet wird? Außergewöhnlich. Und damit herzlich willkommen zu ZAPP. Außergewöhnlich, wenn man bedenkt, dass ja ständig Menschen aus Deutschland abgeschoben werden, worüber ja fast nie berichtet wird. Warum also dieses Mal? Ein Reporter der Bild-Zeitung ist sogar extra und als einziger Journalist in dem Flugzeug mitgeflogen, in dem der Mann aus Togo nach Italien gebracht wurde. Warum dieser Aufwand? Um sich zu vergewissern, dass der Rechtsstaat seine Hoheit zurückgewonnen hat? Die Abschiebung des Togoer aus der Flüchtlingsunterkunft Ellwang hatte ja für einiges Aufsehen gesorgt, weil sie beim ersten Versuch verhindert wurde. Was einige Journalisten, allen voran wiederum die Bild-Zeitung, zu der These hingerissen hatte, der Rechtsstaat habe versagt. Eine steile These, die sich in aufgeheizten Zeiten allerdings gut verkauft, sowohl medial als auch politisch, an der man aber schon einige Zweifel haben kann. Caroline Schmidt. Ellwangen. Zurzeit in aller Munde, weil hier angeblich Flüchtlinge den Rechtsstaat herausgefordert haben. So jedenfalls der Eindruck nach Lektüre deutscher Medien. Opposition nennt Tumulte alarmierend. 200 Migranten verhindern Abschiebung eines Mannes. Polizisten mit Gewalt zum Abschiebeabbruch gezwungen. Und der Bild-Politikchef kommentiert wortgewaltig. Ein Staat, der den Mob regieren lässt, gleich welcher Herkunft, verliert den Respekt seiner Bürger. Ellwangen am Anfang der Woche, die Frauenjagd auf der Domplatte Silvester 2015/16, die G20-Krawalle in Hamburg, das brannte. Das sind solche Momente der Ohnmacht, die die Bürger zweifeln lassen. Ellwangen wie Köln? Ellwangen wie Hamburg? Was für ein Vergleich. Ellwangen ist ein kleines Städtchen in Baden-Württemberg. Hier haben Ende April Flüchtlinge die Polizei daran gehindert, einen Asylbewerber mitzunehmen, der abgeschoben werden sollte. Heute haben diese Flüchtlinge in die Stadt eingeladen, um ihre Sicht zu erzählen. Wir haben die Polizei nie angegriffen und wir haben auch nicht ihr Auto beschädigt. Wenn die Polizei darauf besteht, dann soll sie Beweise vorlegen. Einige hier glauben den jungen Männern aus fernen Ländern mehr als den versammelten deutschen Medien. Meine Frau und ich, wir haben uns informiert im Internet erstmal. Und das war dann immer ausgerichtet, so wie die Polizei das gesagt hat, was passiert war. Und das wurde eben in der ganzen Presse, die ich erhalte, und ich informiere schon weiter, eben so ausgerichtet, gleichgeschaltet fast. Ein fataler Eindruck. Und Radmacher ist nicht der Einzige hier, der sich kritisch äußert. Viele haben das Gefühl, dass die Geschichte von den gewalttätigen Flüchtlingen in der Einrichtung aufgebauscht worden ist. Ich war sehr erstaunt, welche Wellen dieser Vorgang hier in Ellwangen geschlagen hat. Natürlich darf es nicht sein, dass geflüchtete Menschen in der Erstaufnahmeeinrichtung, egal wo die steht, sich gegen die Polizei stellt. Aber dass das zum Anlass genommen wird, den Rechtsstaat in Frage zu stellen, die Funktionsfähigkeit der Polizei in Frage zu stellen, das hat uns wirklich sehr, sehr verblüfft. Die meisten Journalisten, die heute hier sind, haben zum ersten Mal von der Geschichte durch die dpa erfahren. Bild machte am 2. Mai daraus folgende Schlagzeile: Polizisten mit Gewalt zum Abschiebeabbruch gezwungen. Es war die Geschichte, die auch Radmacher als erstes las. Das war sehr reißerisch aufgemacht und hat sich im Nachhinein herausgestellt, dass das Falschnachrichten waren, zum großen Teil. Falschnachrichten? Keineswegs. Nur ein knalliger Text. 50 Bewohner, heißt es darin, forderten aggressiv die Freilassung eines Togoers, umringten die Autos der Polizei und traktierten sie mit Fäusten. Die Sichtweise der Polizei. Die Flüchtlinge sagen, sie seien nicht aggressiv gewesen. Bild hat mit ihnen gesprochen. Am Abend erscheint der brachiale Das meint Bild-Kommentar. Ein Staat, der den Mob regieren lässt, verliert den Respekt der Bürger. Als der Kommentar Mittwoch gegen 23 Uhr online erscheint, laufen bereits die Vorbereitungen für die Großrazzia in Ellwangen. Vorne mit dabei die Bild. Die Polizei hat nicht lange gewartet, um auf den Affront von vergangenen Sonntag zu reagieren.
Eine große Razzia mit weit über 100 Einsatzfahrzeugen. Martialische Bilder. Bei der anschließenden Pressekonferenz verkündet die Polizei, sie habe mit der Aktion ein starkes Signal senden wollen in die ganze Bundesrepublik. Hier fällt auch zum ersten Mal der Begriff rechtsfreier Raum. Wir werden Abschiebungen vollziehen. Und wir werden dazu das Notwendige tun. Wir werden keine rechtsfreien Räume entstehen lassen, wie sie sich hier abgezeichnet haben. Da werden wir dagegen arbeiten und das tun wir auch mit allem Nachdruck. In Ellwangen gilt schon als rechtsfreier Raum, wenn Flüchtlinge Schmiere stehen, um sich gegenseitig vor Polizeieinsätzen zu warnen. Ein SWR-Journalist, der seit Tagen von hier berichtet, kann diese Aufregung nicht verstehen. Ich finde es letzten Endes nicht so schlimm, muss ich sagen. Wie hat mir einer der Flüchtlingsbetreuer, ein Pater der Comboni-Missionare gesagt, das ist doch in jeder Jugendgruppe, in jedem Jugendzeltlager das Gleiche im Prinzip. Ne? Also deswegen, das ist das, was wir uns dann auch gefragt haben, ist das wirklich ein rechtsfreier Raum, der da entstanden ist? Oder ist das nicht einfach nur irgendwie halt Organisation, Selbsthilfe, Solidarität untereinander? So sehen es viele Reporter vor Ort. Aber das Klischee vom schwarzen Mob, die Bilder von der Razzia sind stark. Gegen 11 Uhr hebt der neue Innenminister Horst Seehofer das Thema dann endgültig auf die Bundesebene. Das ist deshalb ein Schlag ins Gesicht der rechtstreuen Bevölkerung, weil in einer solchen Weise das Gastrecht nicht mit Füßen getreten werden darf. Am Abend machen fast alle Nachrichten mit dem Thema auf. So war die Nachrichtenlage, heißt es aus den Redaktionen. Die Polizei marschiert mit hunderten Beamten auf wegen eines Asylbewerbers. Hundertschaften sind aufgefahren, Spezialeinheiten. Der Mann aus Togo wurde gefasst. In der Unterkunft hatten am Montag bis zu 200 meist afrikanische Flüchtlinge die Abschiebung eines Mannes aus Togo verhindert. Was für ein Medienwirbel. Die Auswirkungen sind so spürbar, dass sich die Flüchtlinge dagegen wehren. Ich stehe hier, um allen zu sagen, dass es in jeder Gesellschaft, in jedem Land schlechte Menschen gibt. Und so wie es schlechte gibt, so gibt es auch gute. Und hier gibt es auch gute Menschen, die etwas Sinnvolles aus ihrem Leben machen wollen. Ein Plädoyer, das verhallen wird. Der Stuttgarter Anwalt des Togoers, der inzwischen abgeschoben worden ist, berichtet von unzähligen Drohanrufen und Hassnachrichten. Die Position der Menschen, die sich für eine liberale Flüchtlingspolitik einsetzen, die hat sich definitiv verschlechtert durch diese sehr starke bundesweite Berichterstattung. Ellwangen hat die Debatte über Flüchtlinge verändert. Es ist kein Beispiel für Staatsversagen, sondern ein Lehrstück darüber, wie wenige Akteure Themen setzen können.